once upon a time, in a wild, wild world, there were two wolf brothers living in their home lair with their papa wolf. They all lived happily together, but one day, hunters took their dad away. Forever. So now the brothers were alone, and they had to find a new home. They started a journey through the great big forest. The wolf brothers wandered for days and nights, learning how to live on their own for the first time. They slept in the backwoods among creepy creatures and barely ate anything. They eventually found a peaceful orchard and were able to eat in peace. But they didn't know. Hunters tried to tie them up, but the wolf brothers managed to escape with the help of a friendly bear. He showed them how to survive and helped them find a warm camp for the night. That's when the big brother discovered that the little one was not an ordinary wolf, but a super wolf. That's how they found themselves even further, headed to the faraway land of their pop, where they hope to find peace. Try with this one. That one's too easy. Look. Don't brag. It was too heavy for you a few days ago. Let's try to lift something else. Not too heavy, though. I'm a little tired. Und damit herzlich willkommen zur zweiten Episode von Life Strange 2. So, jetzt muss ich irgendwie direkt schon mit allem loslegen. I'm so glad Daniel took this little girl with us. Trüffel an. So, ich muss irgendwas suchen, was einfacher ist. Okay. Not your usual shooting range, right? Okay. How about those cans? Can you fly them all together without dropping any? Sure. Look. That's awesome, dude. You're getting way better at this. Auf mich zukommt in dieser Episode. Okay. Let's show Daniel some more stuff to play with before we call it a day. Klasse, und ich scheine irgendwie das Talent zu haben, immer dann zu sprechen, wenn der Dialog startet. Ich habe irgendwie... Naja, mal schauen, wie es weitergeht. Den anheben lassen, okay. How about that one? I can do it with the small rocks, but... Not the big ones. Come on. You can do this. Trust me. Just relax. Focus. I'll try. Du schaffst das, Daniel. Ich glaube an dich. Oh mein Gott. Wow. Ah!
Wow. Krass. Er kriegt's wirklich hin. Whoa. Holy shit! I did it! Like a boss. You're getting good at this. You see that mushroom? That was the biggest rock ever. Come on, dude. That's just the start. Let's try something else. Cool. You're like Coach Aaron. You're my power coach. A snowball fight? Not yet. This is a new exercise, young apprentice. See if you can stop this in the air. Cool? Okay, but you better not hit me. Like that time you gave me a bruise? Serious. You won't let me, right? Try it. Ah, okay, so. Jetzt werfen. Oh, okay. That sucked. How about one more? Komm schon, das kriegen wir doch irgendwie hin. Ready? Was? So genial. Yes! Look! Look what I can do, Sean! I knew that you could. I've taught you well. But you? You're a master student. Hey, that still sounds nasty. Oh, yeah. You're not getting better. I told you. I'm fine. Just a little beat. Well, you need to rest now. Superhero. Hmm. Das ist aber irgendwie blöd. Can we go back now? Yeah. Krank ist. Let's just fill up the canteens before we head back. That cough has been going on for days, Daniel. Oh, you. I really don't like that. I told you. I'm fine. Oh, yeah. We've just... Here we go. Mm-hmm. The helitaker is over the wildfire zone. Get ready for water extraction. Ranger Diaz! Hey. Nice work, Daniel. Glad to see our training sessions are paying off. Thanks to you. So glad I don't have to touch that water. It's too fucking cold. Oops. Sorry. I said fucking. It's fine out here. There's no one to hear you curse. Say whatever the fuck you want. Cool. Okay. Dann fluchen wir wie die Bauarbeiter. So, mal schauen. What did you find, Shroom? Darüber. Oh, come on. Hey. It's been a while since we last saw that rabbit who lives in there. Yeah. I hope it wasn't eaten by a bear, or... worse. What's worse than a bear in Nano? I don't know. Wolves? Don't worry. We're the only wolves around. Ow! Okay. Look, Daniel! I think I saw that rabbit from the other day. He's trying to get home. Ooh! I want to see the bunny! Okay. Ah! Fuck! Sean! My hand! Oh, dude. Your face. Sean, you suck! Come on, Daniel. I was just kidding around. Moron. I don't know if I could gut an animal anyway. Kann man das nicht irgendwie? Oh! Almost forgot to check our traps today. Okay, schön. Kann man das nicht irgendwie entschärfen, die Falle oder sowas? Oder kaputt machen? Mal sehen. Daniel's definition of a cool snowman. I like it. We really nailed it with this two-headed snow ogre. Yeah, they're really okay. Bad. Okay. And Musher isn't even afraid of them anymore. Right, puppy? You can't really name birds, right?
probably the name of a child who used to live here. Hm. Mal schauen. Was ist da hinten? Ah ne, hinsetzen möchte ich mich jetzt aber nicht. Blumentöpfe. Okay. Hallo? Was ist denn das jetzt? Messer, okay. Zum Haus rückgehen. Oh Gott. Ah, okay, es gibt neue Bilder. Oh mein Gott, Brody. Krass. Moment, ich gehe mal zurück. Das schließen. Okay, Brody hat ein Zimmer besorgt. Okay, das war, wusste ich ja. Das ist das da. Was zum verfluchten Teufel? Was passiert mit Daniel? Was ist er? Wann hat das angefangen? Das gleiche wie in Seattle. La? Bla. Okay, Guardolobos. Okay, 1. November 2016. Wieder unterwegs. Wir müssen uns ein Versteck suchen und dann Guardolobos. Okay, jetzt ist. Brauchen Geld und Vorräte, bevor wir uns auf den Weg nach Guardolobos machen. Wir verstecken uns irgendwo, bis wir. Was zum Teufel ist mit. Was zum Teufel mit Daniel. Bis wir wissen, was. Oh Gott! Bis wir wissen, was zum Teufel mit Daniel los ist. Oh Gott! Lesen ist heute nicht meine Stärke. Okay. Kein Plan, wie wir damit umgehen. Müde. Versuchen zu schlafen. Warm hier. Veribus bringt sie dorthin, wo sie sein wollen. Wo? Wir steigen an der nächsten Station aus, wo auch immer das ist. Oh Gott, ich hoffe, ich kann die nächsten Dinger besser lesen. Second-Hand-Laden in einer Stadt im Südosten von Albany. Fragezeichen, wie auch immer. Hab Kleidung für Daniel und mich gefunden. Haben in jemandes Schuppen geschlafen? Eins von fünf? Nicht zu empfehlen. Alles juckt. Der Sockengang? Okay. Tja. 3.11.2016. Schlafen im Obdachlosenheim. Falsche Namen. Schien sie nicht zu kümmern. Niemand scheint es einen Scheiß zu interessieren. Die haben sogar Trüffel reingelassen. Okay. Ach du Scheiße. Oh, 4.11.2016. Wir verlassen die Stadt. Ein Junkie im Obdachlosenheim hat gestern Nacht fast unseren Kram geklaut. Daniel ist ausgeflippt und hat die Lichter. Und die Lichter flackern. Wir können keinen weiteren Vorfall riskieren. Wir gehen wieder in den Wald. Ist im Moment zu gefährlich, um ihn um Leute zu haben. Okay. Ich bin so müde. Per Anhalter Highway 20 entlang gefahren. Okay. Eine Geologin auf dem Weg zu Mount Jefferson hat uns eingesammelt, aber nicht viel geredet. Haben ihr gesagt, dass wir auf einem Überlebenstrip sind. Imao. Oh Gott. Die wahrste Lüge, die ich hier erzählt habe. Mhm. Oh mein Gott, ich drehe hier durch mit meiner Leserei. 7.11. Wir haben ein Haus gefunden.
Ein echtes, verfluchtes Haus. Sieht aus wie eine verlassene Hütte. Okay, seit Jahren war... Hier war seit Jahren niemand. Hat hier einfach auf uns gewartet. Ganz im Stil von Hänsel und Gretel. Okay. Musste Daniel allein lassen, um nach Essen zu suchen. Er hasst mich. Ich hasse mich auch dafür, dass ich ihn alleine lasse. Hoffentlich verlaufe ich mich nicht. Oh Mann. What the fuck? 8.11. Oh, die nächste Stadt ist 25 Kilometer vom Wald entfernt. Das kann ich nicht jeden Tag pendeln. Hab's geschafft, in mehreren Geschäften Dosenfutter zu stehlen. Den Rest habe ich Müll gefunden. Oh Gott. Oh, Jesus Maria. Ich werde gut darin, trotzdem nicht stolz. Oh mein Gott. Ein scheiß Leben, ehrlich. Hab den Rückweg gefunden. Daniel geht's gut. Aber er hat einige Sachen im Haus geschrottet, einzusetzen versuchte. Och. Ich muss ihm helfen, es zu kontrollieren. Okay, Training beginnt morgen. Konzentration, Gewicht, Größe. Oh mein Gott. Schiff, Captain, Crew. Keine Crew ohne einen Captain und kein Captain ohne ein Schiff. Oh mein Gott. Wenn Schiff, Captain und Crew versammelt sind und nur dann kannst du die letzten Würfel als Beute einsetzen. Der erste Spieler, der 20 Punkte erbeutet, gewinnt das Spiel. Okay. Hallo, geht's? 17.11. Er hat's geschafft. Sean. Daniel. 7.11, 16, 18, 27, 29. Wieder verloren. Okay. 23.11. Okay, heute zurück in der Stadt. Laufen war langsamer im Schnee. Müll gewühlt, haufenweise gutes Zeug gefunden. Wie können Leute so viel Essen verschwenden? Müllbär-Persönlichkeit, oh mein Gott, scheiße. Oh, 25.11. Daniel krank, erschöpft und hustet. Oh shit. Ich lasse es langsam angehen mit dem Training draußen, bis es ihm besser geht. 26.11. Vielleicht muss ich bald zurück in die Stadt für Medizin. Oh Mann. Nein. Oh, okay, so haben wir da gespielt. Sean und Daniel. 10, 13, 17, 19. Okay, du hast es versucht schon. Ich bin bloß besser. Wie gewinnt dieses Kind jedes Mal bei einem Würfelspiel? So. Okay, verlassenes Haus. Gibt's noch ein neues Anhängsel? Nee, ne? Andenken. Kein Plan. Egal. So. Genug gestottert. We had to use Daniel's gift to break in. Jetzt geht's weiter. Oh mein Gott, was ist hier los? Cold. Don't worry. We'll make a fire.
We're pros now. Dude, that cough doesn't sound too good. Nah, I'm okay. Just cold. You kicked ass today. Level up. I did. That was so cool. Oh my god. It's getting easier every day. Oh no, Sean. This is a haunted house. More like, uh-oh, it's time to go over the rules. I told you about showing off. I was just... Whatever. Dude, I know the rules. Let's find out. What's the first one? Hide your power. If you spin one plate in a diner, what happens? People will freak out. And when people freak, what do? They call the cops. Exactly. The second rule is... Never talk about it. Wow. Nice, Daniel. Because that's usually the hardest rule for you. Shut up. And the final rule? I know. Come on. You can do it. Okay. Avoid danger? Run from danger. This is the most important one. You know why? Okay. I don't know. I mean, with my power, I can help us. Only as a total last resort. How will I know that? If there's any other way of helping, do that first. Maybe if I had used it before, Dad might still be here. Daniel, you didn't even know. That shit was out of your control. But look what happened to the policeman. Maybe this power is a curse. Or something. Hey. Okay. We have no clue what happened. And it's not your fault. Don't worry, Mushroom. I'm okay. Good puppy. She must be hungry. What about you? I'm always hungry. Then let's grub out. I'll make us some dinner. Yeah. Okay. Before she eats us.